Wir machen weiter mit Humankind. Schön, dass ihr dabei seid. Go, go, go. Gleich entsteht eine heilige Stätte. Wir hören groß raus. Wir müssen unseren Nachbarn standhalten. Hoffentlich geht das gut. Eine Runde weiter. Ein Epochenstern, ein Landwirtschaftsstern. Die bekommt man dann, wenn man, ich glaube, einen weiteren Bürger dazu bekommen hat. Genau. Professionelle Kriegsführung erforscht. Jetzt können wir also Einheiten nebeneinander stehen, miteinander kämpfen lassen. Matze. Mhm. Zwei Runden fertig. Jetzt schließen wir von hier Fulu an und achtet mal drauf, wie spektakulär. Oh, ich habe die Stadt noch gar nicht umgestellt. Boah, da waren schon vier Bürger, die im Außenposten entstanden waren. Ah, es kann sein, dass dadurch der Epochenstern dazu kam. Nee, stimmt nicht. Die Bürger der Außenposten zählen vorher auch mit bei der Anzahl der Bürger und das stimmt nicht. Der geht jetzt kontinuierlich hoch, alles prima. Und jetzt holen wir uns Fulu dazu und achten mal, wie sich jetzt die Werte hier verändern. Ja, Expansionistenstern, weil wir noch ein Gebiet angeschlossen haben. Fast 2000 rum. Die Grünen sind ruhmmäßig vor uns. Ich vermute, die haben Welttuner gebaut. Die haben die nur beansprucht. Sind die schon gebaut? Haben die Stonehenge schon gebaut? Wir haben die Pyramiden beansprucht. Haben die Stonehenge gebaut schon? Wir wissen es nicht, ne? Das ist schade, dass es ja und dass es nicht so, dass man sich das nicht anzeigen lassen kann, ne? In einem Tooltip. Echt schade, wir können nur spekulieren. Oh, das ist sehr gut. Ich erkläre euch das mal kurz. Wenn man in einer Stadt bei der Stabilität über 90% ist, dann ist einer der Effekte, dass die Wahrscheinlichkeit von positiven Events drastisch erhöht ist. Und eines dieser positiven Events ist halt das hier. Manchmal hat man so positive Forschungseffekte. Wir könnten für 216 Gold die Fischerei freischalten, eine billige Tech, und könnten damit Häfen bauen an unseren Seen. Meer ist ja nicht angeschlossen. Könnten hier einen Hafen bauen zum Beispiel und woanders, hier eventuell auch nachher. Aber das bringt auf dieser Karte, hier kann man nicht bauen, das ist ein anderes Territorium, natürlich herzlich wenig. Also das schließt normalerweise, ist der Hauptzweck davon ist, dass halt viele Küstengewässer angeschlossen werden und dass man da halt Ressourcen von gewinnt, aber das ist auf dieser Karte für diese Miniseen. Selbst dann, wenn man das mit Gebäuden kombiniert, die darauf extra Erträge bringen, das würde ich alles nicht machen. Wir lassen verzichten auf diese Option, nehmen die anderen und bekommen 60 Forschungspunkte dazu und stellen schon mal ein, in welche Richtung es bitte weitergeht. Das Rad wollten wir uns holen. Das wäre sofort fertig, weil wir schon Vorräte hatten. Hydrologie, unbedingt. Coole neue Gebäude bauen. Fangen wir mit dem Rad an, da sind wir flinker. Das haben wir jetzt sofort erforscht, weil wir einen Überschuss hatten. Da wird es uns angezeigt. Jetzt gibt es bessere Straßen zwischen unseren Außenposten und Städten. Und jetzt holen wir uns Seefahrt und der Rest sind Quatsch. Hydrologie wäre cool. Das ist Bürgerwehr. Die wären vorher nicht da. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir das erforschen, zählen auch die Bürger, die in den Städten sind, als Bürger ziehen mit in die automatischen Schlachten, wenn unsere Städte angegriffen werden. Wir haben wenige sehr bevölkerungsreiche Städte. Das ist also optimal für unsere Verteidigung. Das machen wir. Befestigungsanlagen bitte. Und die beschleunigen wir jetzt, indem wir hier drauf klicken. 60 Forschung bekommen wir alternativ dazu, dass wir die Fischerei uns gekauft haben. Habe ich das nicht ausgewählt gehabt? Doch, jetzt ist auch nur noch zwei Runden. Eben waren drei angezeigt. Alles gut.
dann wieder runter. Zwei Armeen, die nichts zu tun haben. Noch ein bisschen Erkundung betreiben. No doubt this independent people possess sophisticated customs, rights, language and beliefs. Noch ein Volk. Ah, die sind von den anderen beeindruckt. Die anderen bekommen ja automatisch beziehungsweise dazu. Die Stadt fällt also irgendwann an die. Wir könnten versuchen, die zu überholen. Die selber generieren im Augenblick wie viel? Plus 5 jede Runde. Und wir könnten Geld oder Einfluss reinnehmen, wenn wir hoffen wollten, die zu überholen. Was ich ja viel spannender finde, ist die Stadt Zhush hier. Guck mal, wie schön die ausgebaut ist. Und da sind wir weit vorne. Ja, guckt mal, wir können in 2 Runden können wir die assimilieren. Dann können wir 500 Einflusspunkte rausgeben, um die zu unterwerfen. Wobei es da auch eine Technologie gibt, eine Civil gibt, eine Verordnung, die das billiger machen würde. Dann bekommen wir unsere nächste Stadt, die 5. Und die lohnt sich. Ab der 6. sind die Einflussboosten im Augenblick zu groß. Aber das können wir machen. So, mit dem Trupp wollten wir runterziehen und die Stadt hier verteidigen. Jetzt haben wir die Straßen, jetzt geht das schneller. Wie kommen wir da hin? Hier runter, okay. Mhm. Mhm. Jetzt können wir die auch abziehen. Ah, die können wir auch verbessern, den Krieger, sehr cool. Dann kann man den Speer sogar rausnehmen. Der sollte nur einen Bewegungspunkt haben. Und der kann hier reinziehen, oder? Nein, weil ich den zu früh gezogen habe. Geht das jetzt? Na, ach Mist, jetzt geht das nicht. Einmal Level up bitte zum Schwertkämpfer. Also der kann nur mit denen sich mal verbinden. Aber jetzt kann er eventuell von hier rüber springen. Ja, es geht. Er ist ja hier gelandet in dieser Armee. Und mit ihnen ziehen wir gleich solo weiter. Jetzt haben wir eine echt ganz gute Armee in dieser Phase des Spiels. 2 Bogenschützen und 2 Schwertkämpfer. Die halten mal Stand. Ja, die Verordnung muss man auch mit Einfluss bezahlen. Da ist die Frage, ob sich das amortisiert. Das gucken wir dann an, wenn das da oben ansteht. Aber der Hinweis ist völlig richtig, ja. In 2 Runden haben wir hier vorne Steinkreise laufen. Nächster Bürger in 2 Runden. Und so auch noch in 2. Die können wir nicht woanders hin schicken. Kartopolis in 2 Runden nächster. Expertenpolitik. Produktion nach vorne. Und dann Forschung. Dann Nahrung, dann Geld. Den können wir hier rausziehen. Es bleibt bei 2. Packen den ins Geld rein. So. Dann die nächste Stadt. 2 Runden der nächste. Mit den Wegziehen sind es auch noch immer 2. Den packen wir hier vorne hin. Drei so. Und jetzt 2. 2 hier vorne. Einen können wir abziehen. Noch ein. Einer zu viel, der kommt wieder zurück. In 2 Runden der nächste Bürger. Und Mykene wieder. Da waren wir doch eben schon, ne? Nee, da waren wir noch nicht. Ach so, da waren wir schon, da war nur gestartet. Das ist die 4. Stadt. Alles klar, eine Runde weiter. 2 Runden steht hier dieser Steinkreis. Neue Benachrichtigung. Ah, die sind konvertiert zur Fremdreligion. Da sollten wir gleich eine zweite heilige Stätte hinterher bauen noch.
Der eine macht Druck nach rechts, einen nach links. Ein Osmoseereignis. Wieder so ein positives Ereignis für unsere Forschung. Zweimal hintereinander. Bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Nein! Nein! Das ist die Verordnung, über die ich eben geredet habe, dass die uns jetzt helfen würde, um diese eine Stadt billiger zu bekommen. Und wisst ihr, wann wir die gebrauchen würden? Ich glaube in der nächsten oder in dieser Runde? Ich glaube in der nächsten. Und jetzt wird uns die zum Geschenk angeboten. Weil, ne, das ist ja echt schreiend komisch. Wir schauen uns die mal an. Das ist die hier. -50% auf Unterwerfen. Es geht nach links in Richtung mehr Kampfkraft. Rechts in Richtung mehr Nahrung. Das ist natürlich schade, ne? Aber wenn wir die für lau bekommen, sonst würden wir viel dafür zahlen. Armee erneuern machen wir wahrscheinlich eh nicht. Das ist auf Dauer. Klar, wir verlieren an Nahrung, aber wir bekommen Kampfkraft dazu. Nahrung wäre mir lieber, aber vielleicht kommen wir auch wieder zurück auf anderem Wege. Auf jeden Fall, das ist cool. Das machen wir sofort. Ah, ich habe aber Angst, dass das hier, wenn ich hier drauf klicke, dass ich dann doch zahlen muss. Ich gehe mal lieber hier drauf und einmal erlassen bitte, ja. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier oben aussieht. In Juj, wie ich das immer ausspreche, ohne zu wissen, ob das richtig ist. In einer Runde können wir jetzt schon machen. Wir sind in dem oberen Bereich drin, können 250 ausgeben und bekommen die fünfte Stadt. Und go! Ja, Ruhm ohne Ende für uns. Es lebe das buddhistische Weltreich. Entschuldigt bitte. Sehr, sehr schön. Weitere Epochensterne zu bekommen. You have assimilated an independent people. Every culture, greater or lesser, is a building block in a civilization. So, und von hier, Leute, wisst was wir jetzt machen? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Guckt euch das mal an. Das Territorium hier, auf das wir die ganze Zeit ein Auge werfen, mit den Luxusressourcen und den Flüssen und den guten Erträgen, das haben die Hunden noch immer nicht besetzt. Der Henker weiß warum. Und wir haben gerade Armeen bekommen. Sogar sehr flinke Armeen. Hier vorne ein Streitwagen mit 6 Aktionspunkten. Und mit denen können wir hier hin. Ich pack den mal raus. Und können hier irgendwo gründen, ne? Hier können wir einen Außenposten gründen. Wir suchen mal uns mal einen coolen. In dieser Runde noch. Wir gucken mal wo. Zutz, würde The Square Fox sagen. Oder Suz. Die Aussprache klingt süß. Ich finde, meine Aussprache klingt süß. Meiner Meinung nach. So, wohin? Wo könnten wir einen Außenposten gründen? Auf jeden Fall am Fluss. Ah, das sind nur wenige Flussfelder hier. Also gerne eine Richtung hier. Wir müssen die Stadt auch verteidigen, eventuell bei Angriffen. Die wurde uns quasi zugeschustert. Kalaut sich Seishiro Sakurazuka durch den Chat. Sehr hübsch formuliert. Also am besten verteidigt bekommen wir die natürlich hier oben auf der Klippe drauf. Ne? Hier oben so hin. Dann hätten wir... Dann könnten wir... Die wird sich mit der ja zusammenschließen wollen hier. Wir könnten sie sogar hier gründen, denn der Außenposten dauert hier zu lange. Wir brauchen ein bisschen Produktion, weil die sollen, ich würde die auch schnell zusammenwachsen lassen wollen. Der Vorteil davon ist, wenn die optisch zusammenwachsen, die Städte, man kann ja dann, sobald ein Außenposten in der Stadt hinzugefügt worden ist, ist das eine gemeinsame Stadt mit einem Hauptplatz und einem Verwaltungszentrum und Bezirke kann man immer daneben setzen, neben einem dieser Keime. Ne? Und die können dann aufeinander zuwachsen. Und das sieht nicht nur hübsch aus, das hat auch einen praktischen Vorteil im Spiel. Die Stadtmauern, die man baut im Laufe des Spiels in verschiedenen Leveln, die umschließen immer nur den Hauptplatz. Die baut man auf dem Hauptplatz. Aber wenn wir es schaffen, eine Verwaltungszentrale verschmelzen zu lassen mit dem Hauptplatz, dass sie direkten Kontakt haben, dann schließt sich die Stadtmauer auf dem Hauptplatz auch auf das Verwaltungszentrum. Und Truppen, die das Verwaltungszentrum verteidigen, haben plötzlich einen totalen Befestigungsbonus. Das ist echt vorteilhaft. Liebe Grüße an Marcel Richtung Norwegen. Hi. Marcel im wohlverdienten Urlaub. Liebe Grüße an in Richtung Fjorde und Nordlichter. Also wenn wir hier gründen würden, hier können wir schlecht weiterbauen allerdings, weil hier sind Luxusressourcen, das ist immer ein bisschen sperrig.
hier und dann könnten wir hier rüber bauen. Das wäre ein möglicher Platz. Hier haben die schon ein paar Bezirke gebaut. Hier könnte man weitersetzen. Wenn wir hier drauf setzen, das ist unten und auf Fluss. Das ist nicht so einfach zu verteidigen. Hier drauf vielleicht. Ist das eine Klippe? Nee, das ist keine Klippe. Dann müssten die Verteidiger von unten uns angreifen. Hier könnte man eine Verbindung machen. Da hätten wir auch eine Straße, die durchgeht. Hier könnten wir einen symbolischen Bezirk hinsetzen. Der die drumherum. Also das wäre eine Option hier. Da könnte man da unten in Richtung Produktion gehen. Wie gut ist die Stadt aufgestellt bei den Ressourcen her? Reichlich Nahrung und sehr, sehr viel Produktion. Und was haben wir für Bezirke gebaut? Wir haben wir haben den ersten Marktplatz. Ein Industrieviertel und ein Bauernviertel. Von allem etwas. Okay. Hier runter bauen und die dann hier so verschmelzen. Hier könnten wir dann zum Beispiel unseren Bezirk hier hinsetzen. Das Amphitheater, der davon profitiert, wenn möglichst viele Bezirke um ihn herum stehen. Dann bekommen die alle nämlich, geben die alle Wissenschaft. Danke an Sunny Sally fürs 8. Abo. Danke an Constellation fürs 5. Constellation, Sunny Sally, danke. Also das wäre eine Option. Die Frage, was ist hier nebenan? Also das sind die produktivsten Felder und hier wird man halt stark durch die Luxusressourcen geblockt. Das hier ist eher unspannend, ne? Das sind so ganz niedrige Nahrungserträge. Das würde einem sofort helfen. Die Idee finde ich eigentlich charmant. Dann guck mal, dass wir den Außenposten hier oben gründen. Die Frage ist nur, ob der hier bis hierhin kommt. Ich schicke den mal ein Feld raus. Ja. Und jetzt kann er anfangen. 125 Einfluss kostet uns der Spaß. Wir haben so viele Gebiete. 100 geht nächste Runde. Oh, schaut mal, die können uns gleich angreifen. Ich will gleich wieder zurück. Mama, wir sind sofort wieder zurück. Was ist denn das für ein Trupp hier? Oh, zwei Streitwagen, die müssen erstmal wegziehen. Wo wir hier irgendwie einen Außenposten gründen. Und das hier ist ein einzelner Krieger. Der als Schwertkämpfer übersteht er den Angriff doch. Schwertkämpfer 26. Streitwagen 23. Wenn die uns auf einer Höhe angreifen, schaffen wir das. Aber die haben den ersten Angriff gleich. Wir bleiben erstmal hier drin. Das ist mir gerade ein bisschen zu wackelig. Verschanzen uns da mal. Und mit denen hier. Achso, die ziehen jetzt in die Stadt rein und verteidigen die. Sehr gut. Wir bleiben da bitte stehen. Wir sind fest stationiert. Und der Kollege, der geht auf Suche nach Beute oder was auch immer. Und er zieht mal wieder in die Mitte rein. Da waren wir lange nicht mehr. Da gibt es sicher wieder schöne Dinge, die wir entdecken können. Einmal scouten, bitte. Mhm. Eine untätige Stadt, die wir uns gerade geholt haben, die ich immer Jouche ausspreche. Und die Steinkreise sind in einer Runde zu Ende. Also die jetzt zu bauen, weiterzubauen, wäre irgendwie Quatsch, ne? Wir haben zwar einen Produktionsüberschuss, aber ich gehe lieber auf
verwaltungszentrale Revierung. Einmal kostenlos, wird gemacht. Ist in einer Runde fertig. Töpferei, auch in einer Runde fertig. Mehr, nochmal 4 Einfluss überall. Das sollten wir machen. Das sind so die Basics eigentlich. So ich Lust hätte, wäre eigentlich ein Amphitheater hier hinsetzen, um mir die Verbindung zu dem Außenposten schon mal zu setzen. Und hier haben wir dann auch zugleich quasi die Stadtmauer und ab da werden wir angegriffen. Die Idee finde ich eigentlich hübsch. Stabilität geht auch hoch, alles gut. Oh, hier ist ja noch ein Trupp. Ah, die hatten 2 Armeen, die können ja auch mitkämpfen. Ja dann haben wir euer... Das ist ja cool, wir haben ganz viele neue Truppen bekommen durch die Stadtstaaten. Die habe ich komplett noch nicht am Schirm gehabt. Wir haben einen Speerkämpfer, 180 Gold, um den zum Obliten zu machen. Jetzt fehlt das Geld. Und noch einen Bogenschützen. Damit machen wir die Barbaren gleich alle. Jetzt müssen wir ein bisschen Geld sparen. In 2 Runden können wir uns die holen. Habe ich zu viel Geld eben ausgegeben. Eine Armee hat nichts zu tun. Was denn das hier für ein Zeichen? Ah, das ist, glaube ich, der Pin für die hier. Glaube ich. Ein Anzeigefehler. Und wer ist das hier? Ja, guck mal, die Pins sind alle verrückt hier. Verrückt gewordene Pins. Also die sind verrückt und das finde ich wiederum verrückt. Karlauer Alarm zu später Stunde. Wir decken viel auf. Und eine Runde weiter, Leute. Jetzt ist die Frage, ob wir unseren Steinkreis... auch ohne... Wie sieht man das Amphitheater hier vor? Nee, dann wird der Steinkreis ist immer nur in einer Runde fertig. Sehr schön. Und vielleicht können wir das nochmal machen. Einmal hier. Steinkreis nur in 2 Runden. Dann machen wir das so. So, Leute. Jetzt entsteht unsere erste heilige Stätte. Bitte alle eine möglichst feierliche Haltung annehmen im Chat. Arme zum Gebet falten, kreuzen, an die Stirn legen. Ich weiß es nicht. Was ist der buddhistische Gruß von einem buddhistischen Priester oder Gläubigen zum nächsten? Kennt ihr den Gruß, wie sich Buddhisten grüßen? Wisst ihr das nicht? Der fromme Gruß? Also nicht sowas wie so. Kennt ihr den nicht? Ich zeige ihn euch mal. Bitte alle jetzt den buddhistischen Gruß mitmachen. Das ist der buddhistische Gruß von einem Gläubigen zum anderen. Ja, dass er wirklich den Buddhismus im Herzen trägt, bitte alle jetzt einmal nachmachen, den feierlichen buddhistischen Gruß. Und wenn ihr wirklich das macht, Leute, dann war wirklich nicht nur hier im Stream und bitte jetzt wirklich mal, Leute, ihr habt alle einen Monitor, ihr habt ein Tablet, ihr habt ein PC, Smartphone, Smart TV, bitte alle den Gruß Richtung zu WB bitte auch. Und wenn ihr wirklich ein Level Up haben wollt, auch im Real Life. Ich mache das im Real Life auch oft. Ich habe wiederholt schon zum Beispiel den Postboten so begrüßt und es führt wirklich zu interessanten Blicken, die ausgetauscht werden. Kann ich euch nur empfehlen. Ja? Oder wenn ich morgens beim Kiosk um die Ecke gehe, ein Brötchen kaufen gehe oder die Morgenzeitung, einmal die Hörner machen, einmal muhen, kommt gut an. Ja? Alles klar? Oder auch wenn ihr Eltern seid, zum Elternsprechtag geht, wenn ihr für eure Kinder... eventuell, wenn ihr wollt, dass ihr gut dasteht und dass die Kinder gut gelitten werden bei der Klassenlehrerin oder beim Klassenlehrer. Einmal Hörnerzeichen anmuhen zur Begrüßung kommt gut an. Kann ich jedem nur empfehlen. Achtung. Ja, Befestigungsanlagen erforscht. Zauberhaft. Wunderbar. Und vor allem... Bürgerwehren zur Verteidigung unserer Städte und das Allerwichtigste, eine heilige Stätte hier ist sie. Zauberhaft, da haben wir sie gebaut. Ja, und jetzt wird der religiöse Druck ein bisschen anders aussehen. Der Taoismus breitet sich von rechts zu uns aus. Die haben aber in der Nähe von uns scheinbar
keine, scheinbar oder anscheinend, keine offene, keine heilige Stätte. Nur unsere wird hier markiert. Der Druck sollte eigentlich dann von uns aus, Bullismus 22, Richtung, guck mal hier, Taoismus, was ist hier? Die haben hier eine heilige Stätte irgendwo. Und die macht den Druck. Der Druck entsteht über Zeit hier. Na, wartet ab. Da können wir noch nachlegen. Da müssen wir wie. Ah, das wird schwerer, als ich dachte. Puh. Wir müssen gleich gucken, ob wir irgendwas Religiöses hinbekommen. Ich weiß noch nicht was. Ob wir nicht irgendwie noch einen Trick, einen Ass aus dem Ärmel schütteln. Zum Technologiebildschirm. Hydrologie. Eine Wissenschaft pro Bevölkerung. Das hilft uns auch, ist teuer zu bauen. 5 glaubwürdigen Städten. Aber das ist, nee, das ist aber kein Gebäude. Das ist ein Projekt, das man laufend durchführt. Außenposten angliedern billiger mit der Eroberung. 10% sparen. Wir fangen mal an mit was anderes. Ich würde wirklich die Hydrologie wegnehmen wegen den Boosts auf die Flüsse, die wir da bekommen. Osmoseereignis schon wieder. Sehr schön. Was passiert jetzt? Berufssoldaten können wir erlassen. Ohne Einflusspunkte. Gucken wir uns mal an. Ob wir das wollen. Eine Kampfkraft auf Einheiten, das wäre hier rechts, statt billiger herstellen. Billiger herstellen finde ich eigentlich cooler, muss ich sagen. Dann wäre hier hingehen. Oh, aber, schaut mal, wir bekommen mehr Einfluss, wenn wir das erlassen. Das machen wir. Wir verlieren an Stabilität, aber gewinnen auf symbolischen Bezirken mehr Einfluss. Viele haben wir nicht, aber es gäbe nochmal mehr Einfluss. Alternative ist, wir würden hier in die Richtung nach rechts gehen. Ich würde lieber in die Richtung nach links gehen. Andere Seite ist mehr Sichtreichweite. Das ist total langweilig. Guck mal, machen das hier. Wir nehmen das an. Oh, was mir gerade siedendheiß einfällt. Es ist ja so im Spiel, dass jede neue Verordnung, die man sich holt, etwas teurer ist bei den Einflusspunkten als die alte, die man vorher hat. Und ich bin mir nicht sicher, ich befürchte, das gilt, da werden auch die, die man geschenkt bekommt, mitgezählt. Es könnte sein, dass also, wenn wir nachher uns eine Verordnung holen wollen, die wir wirklich total brauchen, dass die dann sehr teuer wird im Einfluss, weil die vorigen alle Verlaue abgegriffen haben, wo wir gar nicht genau wussten, ob wir die überhaupt brauchen. Das könnte leider sein. Bevölkerungszunahme in Athen. Ein Bürger mehr. So, dann ein Bürger noch mehr wo? Da war dann noch ein Hinweis. Ach, ist schon weggegangen. Hier, einmal Bevölkerungszunahme in Athen, einmal in Sparta, einmal in Jouche. Jouche müssen wir noch umbenennen, Leute. Könnt ihr schon mal Namensvorschläge machen. Und hier vorne, gerade fertiggestellt, das Kunsthandwerksviertel. Wir können die zweite heilige Stätte jetzt bauen gleich. Aber vorher platzieren wir mal Wir könnten auch ganz schnell mal die Pyramiden durchziehen, Leute. Oder noch mehr in Wissenschaft baden hier. Drei Bürger hier. Das war das Problem, dass wir da, dass das so eng gebaut ist hier und wir nicht genau wissen, welche Richtung wir gehen wollten. Ich erinnere mich, und das funktioniert hier nicht. Das ist echt doof.
Weil der muss ja umzingelt sein von vielen Bullabü. Der ist ja Korinth, meint Noah Promodori. Das würde ich ja mitnehmen. Korinth, ja, Kreta ist doch eine Insel, goldiger Mond. Ich weiß nicht. Tzatziki, Jushuk. Jim Rayner denkt ans Essen und will irgendeine Joghurt- und Knoblauchspeise vorschlagen. Korinth, Seishiro. Sakurazuka mal wieder. Wo ist es? So. Das ist jetzt nicht das, was du geschrieben hast, aber ich würde es gerne auf die Spitze treiben. Real Ozzy hat es jetzt auch geschrieben. Korinth. Ne? Würde da passen. So heißt das im Volksmund hier. Korinth. Hielchens neu bleibe. Und hier war auch ein neuer Bürger entstanden. In 5 Runden erst der nächste. Das dauert aber lange. Wir brauchen hier dringend Nahrung. Brauchen wir. Ach, guck mal, hier gibt es einen Kampf jetzt. Die wollen wir jetzt erstmal um die Ecke bringen, dann geht's weiter.